Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon New Order hier, nachdem in der letzten Folge Team Cypher, ein bisschen fertig gemacht wurde. Nett ausgedrückt. Wir werden heute, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir müssen hier hin. Zum Labor. Da trifft sich der Rest von dem, was von Team Cypher übrig geblieben ist. Nun. Fies, dass ich da nicht direkt hinfliegen kann. Aber vielleicht ist auch gut. Hier. Wäre auffällig, wenn alle plötzlich dahin fliegen. Oh, hi. Ich war auf einer Mission, was passiert? Oh nein. Nun. Sehr unauffällig, Leute. Sehr unauffällig, dass hier überall Cyphers rumstehen. Jemand hätte sein Team heilen sollen. Ich weiß nicht wer. Jemand. Guten Tag. Dankeschön. Sehr freundlich. Auf Wiedersehen. Na gut. Ich finde es trotzdem. Leute, ihr müsst doch nicht hier rumstehen. Das ist viel zu auffällig. Ist das der richtige Ort? Ich hoffe so. Ja, ja. Nee, ist nicht. Hier ist nichts. Das ist ein Stein. So. Sagen die hier jetzt was anderes? Oh ja. Treffen wir uns hier? Wo rede ich mit Leuten? Ah, Miri, du bist endlich hier. Ja, die Maria ist stabil. Du musst dir keine Sorgen machen, zum Glück. Auch wenn sie immer noch nicht aufgewacht ist. Sie wird sich bestimmt bald erholen. Hoffentlich. Es kann von jetzt an nur noch besser werden. Oh, ich weiß nicht, wirklich. Nachdem ich die Maria dorthin gebracht habe, bin ich hierher gekommen und stehe jetzt nur rum und störe keinen. Du fragst die Bosse besser, wie es jetzt weitergeht. Oh, du, Miri, mein Schatz. Ich bin schockiert zu sehen, dass du aus diesem ganzen Ding lebend rausgekommen bist. Wir brauchen so viele Nebencharaktere, wie wir kriegen können, um ZDF zu beenden. Vor allem hier in diesem Akt. Ich glaube, Minerva will sagen, dass sie überraschenderweise froh ist, dich zu sehen. Es war wirklich nicht einfach. Ich habe ihr alles erzählt, was passiert ist. Zumindest, was wir im Moment wissen. Ich war die ganze Zeit nervös, nachdem du berichtet hast, dass ihr Brandon gesehen habt. Aber ich war überrascht, als ich einen Anruf von niemand anderem als Anführer Verlo bekam. Er war komplett gestresst und sagte, dass etwas passiert und dass ich das Labor sichern sollte. Zum Glück kam keiner, um uns zu stören. Also ist der Hauptcharakter immer noch in Sicherheit. Aber der Fakt bleibt, dieser Angriff war definitiv der Anfang unserer Bösewicht-Geschichte. Ich versuche, eine Strategie zu überlegen, wie es weitergehen soll, wirklich. Das Ganze ist so schnell passiert. Wir haben dich geschickt, um leicht zu überwachen. Und plötzlich kam die Polizei und schnappte sich Kalais Karte. Und dann haben sie uns überrannt mit Commandern und Captains. Und hat uns abgeschottet von Hilfe von außen. Sie haben uns wirklich überraschend erwischt. Wie du sehen kannst, sind wir gerade so entkommen. Es war knapp. Und wie du gesehen hast, auch wenn wir unser Bestes gegeben haben, wurden viele Mitglieder gefangen. Genau 2408. Das sind ganz schön viele. Wir hatten ganz schön viele Mitglieder. Anführer Verlo? Das ist der aktuelle Status. Die Nummern sind vielleicht noch anders, wenn sich die Situation ändert. Trotzdem. Diese Nummern beinhalten Rüpel-Wissenschaftler,
Schwestern, Lieutenants und Kalais und Takami. Und nicht zu erwähnen, dass die Cypher Inc. der ganzen Öffentlichkeit exposed wurde. Wir haben heute einen schrecklichen Verlust erlitten. Und ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Ich hatte immer einen Plan, richtig? Ich war immer vorbereitet. Wie konnten wir das zulassen? Wann haben Sie das geschafft? Seit wann wussten Sie, wo unser Hauptquartier lokalisiert ist? Ich habe keine Worte. Keine Worte oder Ideen. Das ist hoffnungslos. Ich... Was ist... Oha, ist das ZDF? Oh Mann, das ist... Es ist ZDF. Es lebt. Ich kann es nicht glauben. Der wunderbare Protagonist kommt endlich auf die Bühne. Nach all der Zeit können wir doch siegreich sein. Darauf haben wir gewartet. Das ist der Moment unseres Triumphs. Wir können endlich Rache nehmen an allen, die uns und der Region geschadet haben. Erhebe dich, ZDF. Zusammen werden wir neue Ordnung bringen. Was war das? Was passiert? Der Strom ist ausgefallen. Die Systeme fallen aus. Wir verlieren es. Und zwar schnell. Projekt bei 80%iger Effizienz 78, 76. Anordnung, Sir. Nutzt die Energiereserven jetzt. Verstanden. Alle Systeme wieder online. Und ZDF? Es ist im stabilen Status, auch wenn es im Moment bei 66%iger Kampfeffizienz ist. Es hat 14% in gerade eben verloren. Das ist ganz schön viel. Ich bin sicher, ich hatte gerade einen Herzinfarkt. Das ist desaströs. Alles arbeitet gegen uns. Wir haben das meiste unserer Energie verloren, unseren Einfluss und jetzt fast ZDF. Und das wegen einem Stromausfall. Ich meine, ein zufälliger Stromausfall? Velo, ich denke, wir sollten uns auf das Positive konzentrieren. Wir haben ZDF nicht verloren und wir haben immer noch Dutzende von Rüpeln, um unsere Missionen zu erledigen. Wir können unsere Macht immer noch nutzen, die wir übrig haben. Macht? Wir haben keine Macht. Aber ich sagte dir, nein, du verstehst das nicht. Wir laufen wortwörtlich auf unseren Notreserven. Sie haben nur eine gewisse Laufzeit. Und wenn sie nicht mehr laufen, dann ist es vorbei. Wir müssen eine zuverlässige Energiequelle finden. Und dafür brauchen wir Geld. Und wir haben die Cypher Inc. verloren. In der schlechtesten Zeitpunkt. Nun, ich denke, normaler Diebstahl wird da nicht reichen, oder? Das stimmt, Minerva. Dafür brauchen wir eine stabile, große Quelle von Geld. Oh, wir können den Champ fragen. Normaler Diebstahl wird nicht reichen. Und sie haben unsere Bankaccounts bereits eingefroren. Also haben wir nicht mehr viel Zeit. Haben wir nichts mehr übrig. Es gibt nur eine Sache, die uns vielleicht helfen kann. Und so sehr es mich schmerzt, das zu sagen. Lucia, du musst deine Familie fragen, ob sie uns finanziell unterstützt. Anführer Verlo, ich bin dagegen. Das ist viel zu grausam. Und wird nicht in ihrer Charakterentwicklung helfen. Das schwöre ich. Ich schlage vor, wir finden eine andere Quelle von Energie für unser Meisterstück. Das können wir ihr nicht antun. Ich weiß, es wird schmerzhaft. Und ich hasse es, dass ich sie das fragen muss. Minerva, es ist schon okay. Wir werden okay sein. Ich bin bereit, mich zu dem zu stellen. Ich werde dann gehen. Warte, Lucia. Das wird gefährlich und unsere wichtigste Mission im Moment. Und da wir nicht riskieren können, dass Minerva dorthin geht, wird Miri mit dir gehen. Okay. Let's go. Ich. Danke, Verlo. Ich warte auf dich in Henko City, Miri.
Miri, ich hoffe, Lucia erklärt dir alles, worum es in der Mission geht. Ich bin nicht die richtige Person für dich. Es ist ein schwieriges Thema. Am besten erzählt sie es dir selbst. Und bevor du gehst, habe ich noch etwas zu erledigen. Krieg ein Upgrade. Es wird nicht so zeremonisch sein wie beim letzten Mal, aber... Wuhu! Guck mal, keine Mütze mehr. Ich bin jetzt ein Admin. Adminio. Sehr gut. Erhebe dich, Admin von Team Cypher. Yay! Ja, du hast dich wirklich bewiesen. Als würdig, Miri. Ich vertraue dir, dass du gut mit deiner neuen Macht umgehst. An Kalais Stelle. Und ich möchte noch jemanden heute befördern, mehr. Für deinen Mut und dein, erhebe ich dich zum... Er hat noch gar nicht ausgesprochen. Danke, Anführer, aber ich möchte gar nicht mehr befördert werden. Oh, das ist neu. Warum? Ich möchte nicht unhöflich sein. Aber als Lieutenant hätte ich viel mehr zu tun. Und das Einzige, was ich tun möchte, ist, dass die Marian Sicherheit ist und sich gut erholen kann. Außerdem, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich ganz allein Lieutenant bin. Es scheint selbstsüchtig zu sein, aber ich möchte, dass wir alle drei zusammen mit Miri an der Spitze sind. Natürlich möchte ich dich nicht, dass du dich schlecht fühlst, Miri. Ich und die Maria werden dich schon noch einholen, aber später. Ich verstehe. Solltest du deine Meinung ändern, frage mich. Was ist los mit dir? Mann, das ist mal... Jetzt, da wir das alles geklärt haben, sollten alle zurück zu den Aufgaben gehen. Das ist ein schwerer Moment für uns, aber es wird weitergehen. Lang lebe Team Cypher. Miri, meine Liebe, kümmere dich um sie. Und das meine ich so. Sie ist eine Schlüsselfigur in diesem Stück und in meinem. Um nach Henko City zu gehen, brauchst du das hier. Und noch ein kleines Extra, dass du dich um Lucia kümmerst. Mega-Entwicklung! Ah. Von dem, was mir gesagt wurde, hat dieser Typ Lebel ein Mega-Pokémon genutzt. Eins zu nutzen bedeutet, dass du deinem Pokémon stark vertraust. Und das Band muss außergewöhnlich sein. So spät in dem Stück glaube ich, dass du endlich in der Lage sein solltest, die Mega-Entwicklung zu nutzen. Damit kannst du Lucia vor irgendwelchen anderen Typen und Antagonisten schützen. Keine Sorge, Miri. Ich weiß, was ich tue, wenn ich diese Beförderung zurückweise. Es ist eine Ehre, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich sollte mich erstmal um die Maria gerade kümmern. Aber jetzt denke ich, sollten wir gehen und sagen, was der Boss gesagt hat. Unser Legendäres wird nicht sicher sein, bis du und Lucia etwas getan habt. Wenn du mich sehen willst, dann bin ich oben bei die Maria. Ich hab gar keinen Megastein. Habe ich überhaupt ein Pokémon dabei, das sich mega entwickeln kann? Ah, doch, Lucario. Okay, stimmt, ich habe Lucario. Lucario kann sich mega entwickeln. Aber wir haben ja auch Mega Arcani gesehen, also gibt es vielleicht ein paar extra Megas. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja was. So, wo kann ich Sachen kaufen? Hier kann ich Sachen kaufen. Ja, ich denke, das reicht erstmal noch. Ich habe gut Geld gemacht, habe ich das Gefühl. Als ich gegen die ganze Polizei gekämpft habe. Okay. Was haben wir hier? Tränke. Tränke sind immer gut. Oh, ich kann sogar Toppeleber. Oh, ich habe 4 Toppeleber sogar. Okay. Ich dachte, ich hätte 2 oder so. 4 ist natürlich schon eine ganze Menge. Kann man sich nicht beschweren. Nee, Ice Heal brauche ich nicht. Burn Heal habe ich noch einen. Gegengift habe ich sogar noch mehrere.
Machen wir mal von einem noch zwei. Okay. Komme ich nicht raus. Wo sind die denn jetzt hier? Oh ja. Bisher gibt es noch keine Zeichen, dass sie aufwacht. Aber sie wird das schaffen. Und dann werden wir die Welt zusammen rocken, Miri. Ah. Oh, cool. Die Maschine wurde von Rotom übernommen. Hallo, Maschine Rotom. Ah, ich kann damit Rotoms Form ändern, wenn ich einen Rotom hätte. Wild. Das ist ja lustig. Was ist ein Electric Seed? Ah. Okay, spannend. Nun. Auf geht's. Dann gehen wir mal los. Ich sollte mal eben nachgucken, wo ich hin muss. Sagt die da unten, die vorhin Lieutenant gesagt hat, sagt ihr jetzt was anderes? Oh, Admin Sir. Ja, richtig. Oh, cool. Es wurde geupgradet. Guck mal, ich habe jetzt auch zwei. Ich habe jetzt schon die Hälfte der Ränge erreicht. Was ist denn dann auch noch? Was kommt denn über Admin? Executive? Ist das noch höher? Guck mal, wie cool ich aussehe. So cool. Okay. Okay. Also, wir haben erst die Hälfte der Ränge. Danach Boss. Danach übernehme ich das von Verlo. So, Henko City. Ist wo? Da! Oh, je, ist das weit weg. Was ist das? Die Top 4? Da müssen wir jetzt erstmal hin. Das ist ein ganzes Stück. Okay, das wird ja lustig. Haben wir eine weite Reise vor uns. Ah. Oh, da. Das ist lila. Eine TM, VM, wie auch immer. Oh. Hi. Nein, danke. Komme ich denn da hin? Von hier aus nicht. Okay, ich würde aber sagen, das war's erstmal für heute. Oh, leider eine neue Pokémon. Wild. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht es gut und Mirio.